traurig, meine Tochter. Ach, komm in meine Arme. Lass mich hier, viel zu spät sein, aber lass mich dir Vater sein. Ich möchte dir Trost, Stärke und Geborgenheit geben. Ach, Vater, lieber Vater, dein Trost trocknet meine Tränen. Doch er kann mein wundes Herz nicht heilen. Die verbotene Liebe zu Marius hat mich gebrochen. Nie mehr wird die Sonne für mich scheinen. Nie mehr werden meine Rosen ihre Köpfe dem Licht entgegenspritzen. Deine Trauer berührt mich zutiefst. Komm, meine Tochter, lass uns eine Wanderung die Bergwelt unternehmen. Ja, mein Vater, gehen wir hinauf und sehen die Eis. Lass mich nur noch ein gutes Schuhwerk holen. Ich habe sie für dich geputzt, Rosalie. Hier sind sie, meine arme Kleine, wie du mir leid tust. Du arme Süße, ich kann dir nachkommen. Wenn wir schon gerade bei deinen Schuhen sind, welches Paar würdest du als passend sehen? Ich habe mal eine Auswahl getroffen, aber ich habe noch viel mehr auf dem Ästchen. Nicht die, die du willst, du bist doch vom Dach. Aber unterbrich bitte die Probe nicht immer. Wenn wir schon unterbrochen haben, muss ich am Schluss, wenn sie wieder vom ewigen Eis zurück sind, sich den Rundrum schminken, dass es glaubwürdig ist. Gute Idee, mach einfach. So einfach ist es nicht. Unsere Arbeit wird einfach nie ernst genommen. Das ist doch wirklich der Beweis. Ich nehme euch ernst, aber jetzt will ich proben. Du musst jetzt nicht mehr verlieren. Vorwärts jetzt. Ach, Rosen. Liebe Rosen. Lasst doch eure Köpfe nicht hängen. Madame, ich schilde doch ihr voll ihre Sehnsucht. Keine Frechheiten. Ich überlege lieber, was mit den Rosen zu tun ist. Madame, sollten das als Zeichen sehen? Wenn sogar die Rosen das Wahrzeichen derer vom Rosen auf die Köpfe hängen lassen, dann heißt das, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Eine Zeit, in der nur die Liebe zählt und nicht der Stand. Madame, eine neue Zeit ist angebrochen. Lassen Sie sie zu. Frei von Zwängen. Frei von Etikette. Frei von Stand. Nein, das geht nicht. Es muss einfach Ordnung sein. Auf Kosten der Liebe. Rosalie, lass uns bereits eine Liebe und Leidenschaft. Du spürst es nicht. Lass es zu. Befreie dich. Nein, es geht nicht. Oh nein! Was muss ich jetzt sagen? Oh ja, ich kann nicht. Meine Ahnen. Die sind schon lange unter dem Boden. Die kümmern sich um solches nicht mehr. Das ist denen, wie man so sagt, Wurst. Wir leben! Warum sollen wir uns vom Toten das Leben schwer machen lassen, Rosalie? Lass dich gehen! Befreie dich! Jüngste, lass wir uns nicht kümmern! Das geht einfach nicht! Kleine Hack, du bekennene Sayas und schon gar nicht mit einem Butter! Stopp! Genieße, Tochter! Vergiss die Tyrannei deiner Arme! Im Fernsehen sieht man viel Unsittlicheres. Warum tut man denn so sittenstreng, wenn auf der Bühne ein bisschen Liebe gibt? Das ist nicht Liebe, das ist Sex. Mit dir würden sie übereinander herkommen. Was soll denn da die Liebe sein? Das ist ja Nadelgein. So jemand würde so etwas nie machen. Nie. Es hat schon etwas. Es ist mir nicht so wohl.
Wenn die Mann die Vorstellung kommt, kann schauen, dann habe ich daheim wieder nur ein Problem. Meine künstlerische Freiheit steht über allem. Halt, stopp! Überall steht die Kasse. Und wenn die Leute nicht kommen, weil es zu unsittlich ist, dann musst du hier deine Kunstfreiheit vergessen. Und du willst ja auch wieder einen Regieauftrag bei uns. Oder etwa nicht? Also, wir spielen die Szene noch einmal. Und der Techniker, sorry, auf mein Zeichen hin, machst du das Fleck ein bisschen grüchen, gell? Ja, ist gut. Rosalinde, lass dich gehen. Befreie. Fleck! Ups. Gut! Du musst einfach den Hebel in die richtige Richtung stolzen. Einfach dann, wenn sie sich auf den Boden legen. Sofort das Fleck. Okay. Und dann sind wir hoffentlich anständig genug. Wenn ich jetzt nie gesagt hätte, es hätte wieder niemand reagiert, nicht einmal der Präsident. So. Im Fleck geht ihr beide weg. Sie müssen pressieren. Weil ich das Fleck nur wegen sittlichen Argument mache. Es ist kein Szenenwechsel. Gut. Und Technik, ich würde sagen, 6 Sekunden Fleck und dann wieder Licht. Ja, ist gut. Gut. Wir fahren weiter mit dem Fleckdoktor. Seit mehr als 3 Monaten höre ich nichts mehr von meinem Grafen. Hält ihn seine Schwester gefangen? Soll sie nun doch gehen und uns trennen können? Dabei habe ich ihm unser kleines Geheimnis noch gar nicht zuflüstern können. Oh, was ist nun mit den Rosen geschehen? Sie lassen die Köpfe hängen. Ein böses Omen. Mein Herz wird schwer. Geliebte, wo bist du? Was ist geschehen? O Verräter! O Treulose! O du falsche Schlange von Rosalia! Was tut dir meine Liebe an? Dem unschuldigen, ungeborenen Wesen, das in mir heranlässt. Was für ein Geschmack! Oh, oh, oh! Wir verlassen diesen Sündensumpf und folgen der Einladung derer von Windsor. Komm, Jüngling, mach dich schlapp, schlepp meine Koffer. Bis bald. Sie reisen alleine, Herrin. Ich brauch dich nicht mehr. Du warst meiner ohnehin nicht würdig. Versager. Oh Gott! Oh Gott! Herrin, jetzt habe ich einen Hexenschuss. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warte, ich helfe dir. Bitte den Bund bleiben. Oh. Eieieiei. Oh. Das sieht nicht gut aus. Oh. Schlimmer Rücken. Ganz schlimm. Ist sie noch nicht weg? Ich verlasse dieses gräfliche Schloss, ihre von Rosenau zu Landshut, und lasse mich im Buckingham Palace nieder. Lieber tot und auf der Straße leben, als hier noch einen Atemzug machen zu müssen. Oh. Ist sie weg? Ja, du kannst wieder aufstehen. Oh. Wieder nach unten. Und massieren kannst du auch nicht. Wo ist der Ausgang aus diesem Gartending? Oh, was für ein Schmerz. Du kannst wieder hochkommen. Die Fahrt ist vorbei. Deine Idee mit der fingierten Einladung und dem Geld für die Reise war einfach genial. Es hat Erfolg gehabt. Gott sei Dank. Was? Was für eine Schreckschraube. Eigentlich du. Der Himmel öffnet sich im Schloss Landshut.
Einer der dunkelsten Schatten geht mit dir fort. Jetzt muss ich schauen, wo ich unterkomme. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ein paar Änderungen geben wird. Sie können ins Gästezimmer ziehen, Hans. Hallo? Ja, oh. Ich wollte sagen, dass der Bub nicht da ist. Er hat uns Kindergarten weisen. Das ist doch immer das Gleiche. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr ein Kind. Ich kann doch am Bub die Gäste. Das kommt gar nicht vor. Du hast das Schnatzel bekommen. Wir müssen, komm da her. Ja, dann auch selbst. Du übernimmst den Bub. Dein Kollege ist ja jetzt erwarten. Ach, oh, so ich wäre auch froh, wenn wir endlich weiterfahren können. Ich sag du, dass der Pferd die ganze Zeit noch macht. Warte, ich komme dich wieder rüber, komm, Massimilien. Warte, du bist ja ganz knapp. Finger abbrüchen! Das verbiert er nicht! Ich lasse nicht den Scheiß! Jetzt mach aber einen Punkt! Ich halte den Mann zu! Schau dich doch selber, wenn du diesen Kostüm schaust. Ich gehe! Und du wachst ja nicht von spät heim zu kommen. Ich komme heim, wenn ich will. Alles okay. Das war nur ein Privatproblem. Wir fahren weiter. Oh. Sie können ins Gästezimmer ziehen, Hans. Du kannst ins Gästezimmer ziehen, Albert. Oh, sorry. Ich bin noch ganz verwirrt. Hans, habe ich wollen sagen. Hans. Sie können ins Gästezimmer ziehen, Hans. Kuribeth, Rosalia, Die Bergdoktorin, da niedergesunken. Wie kommt das? Eine Ärztin und krank. Oh nein, man hat sie wohl noch nicht informiert. Dieser Schmach, diese Schande. Und ich trage seine Frucht in, die Frucht unserer Liebe. Oh je, schon wieder ein Kind des Krankens. Dann brauche ich einen Cognac. Nein, besser zwei oder drei. Aber es ist nicht wie es scheint. Für mich scheint es sehr klar zu sein. Ich gehe ins Wasser, ich habe diesen Schmerz nicht ermöglicht. Jetzt hören Sie mir zu. Es ist nicht seine Geliebte oder was auch immer. Es ist seine Tochter, von ihm und von Sonja. Kunibert tröstet jetzt seine Tochter. Weil die große Liebe zwischen mir und seinem Sohn Marius nicht sein darf. Wenn das nur wahr wäre, wozu liege ich wirklich nicht da? Nein! Ich höre es sogar. Was für ein Glück! Wie konnte ich nur an ihn zweifeln? Du hast mich. Entschuldigen Sie, mein Vater, was du getan? Das macht nichts. Ich bin Rosalie. Die letzte Zeit hat viel geändert und verändert auch mich. Ja, Madame ist von ihrem Adelsross heruntergestiegen und hat sich entschlossen, wie mir das zu Herzen geht. Sie können Fall mein Ehegatte und das kommt aus deiner Familie. Wir lieben uns. Die Liebe ist das Höchste und Wichtigste auf der Welt. Meine Liebe, Liebe. Geliebter Albert, endlich dürfen wir uns lieben. Ich habe die Gitterstäbe der strengen Adelsnormen durchbrochen und mich in die glühende Freiheit der Liebe begeben. Das freut mich. Darf ich Sie bitten, mich für einen Moment, einen Moment zurückzuziehen? Ich höre Kuni wegkommen und möchte alleine mit Ihnen sprechen. Das ist selbstverständlich. Ich habe sowieso noch etwas anderes zu tun. Oh ja, meine Göttin! Salome, du? Kuni Berg, du? Salome, du? Kuni Berg, du? Du? Oh, ich habe dir so viel zu erzählen. Verzeih mir, dass ich mich nicht vor Frühjahr bei dir gemeldet habe, aber es ist so viel Erschütterndes passiert. Ja, Geliebte, ich soll nicht böse sein. 3 Monate, keine Nachricht.
Auch ich habe dir etwas zu erzählen. Ich habe eine Tochter gewonnen. Ich weiß und ich habe dir etwas zu sagen. Eine Tochter. Etwas, das ich dir schon vor 3 Monaten sagen wollte. Du erinnerst dich an deinen Sturz. Stell dir vor, eine Tochter. Ja, ich weiß. Und vielleicht wirst du bald wieder eine Tochter in den Arm nehmen können. Nein! Ein Kind. Ein Kind der Liebe. Du, wie wunderschön. Wir werden Eltern. Ja, geliebter Mann. Wir werden es nicht. Ich denke es schon. Du weißt es nun noch nicht. Nach all die Jahre, in denen wir unsere Liebe heimlich lebten, habe ich ein weiteres großes Geheimnis mit mir schleppen müssen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Ist da nicht recht gekommen? Jetzt sollst du mit den Armen aufstehen, ich hätte es so da. Aber das muss ich. Weil mir ja gar nicht rauskommt, was das soll. Ist mein Zeitlupe-Rennen gut gewesen? Ich kann nicht so gut, ist er richtig gut? Ist ja gut. Also, noch einmal der Auftritt von dir, dein Rennen, dein Text, Papa, Papa, und dann will ich aber das sofort weiterfahren. Da geben wir ja alle Mühe. Action! Papa! Dein Sohn, 6 Jahre alt, dein Fleisch und Blut. Und warum hast du mir früher etwas gesagt? Ach, mein Sohn, wie schön du bist! Mein Sohn, wie du mir gleichst! Endlich darf ich dich als Vater erleben! Auf dich habe ich all die Jahre gewartet! Gern, Mutter, jetzt werden wir eine richtige Familie sein. Wir sind und wir werden Eltern. Wie glücklich ich bin. Das Herz wird mir schwer. Wie soll es dann weitergehen? Meine Schwester wird eine solche Verbindung nie erlauben. Wird unserer Verehelichung nie zustimmen. Du bist eine Bürgerliche. Ich kann nichts vom Schloss. Ich habe nichts anderes gelernt, als Schlossherr zu sein. Wie sollen wir unser Leben finanzieren? Hallo, du erwähnst du nicht mit deiner Schwester. Es kommt alles gut. Da kennst du die Rosalinde nicht. Warte, Rosalinde, Albert. Du tust meine Schwester? Ich habe dir ja gesagt, lass dich überraschen. Ja. Aber was ist das? Das sind sie schon. Alles ist in Ordnung. Oh, Herr Graf? Herr Graf, darf ich Sie überhaupt Ihre Schwester bitten? Was schläfst du? Herr, mach aus und vergesst dich ja. Uhu, Herr Graf, darf ich Sie überhaupt Ihre Schwester bitten? Ja, danke. Ich werde ihr ein guter Ehemann sein. Ich werde dir eine gute Ehefrau sein. Ich werde dir eine gute Ehefrau sein. Was ist da los? So, jetzt nimm endlich deine Frau mit. Los, mach schon, frag sie. Liebe Salome, darf ich dich um deine Hand bitten? Du sollst mir einen treuen und guten Ehemann und Vater haben. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Und dann ja. 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 Ich möchte für ein Wunder beten. Aber in diesem Fall wird es kaum Wunder geben können. Ja, Geschwister können sich nun mal nicht heiraten. Dein Bild gesehen. Habe ich nicht gesagt? Eine Heilfrau? Rosalia, Rosalia, ich habe beste Neuigkeiten. Marius, du? Rosalia, komm in meine Arme. Es ist keine Sünde. Was habt ihr? Was ist passiert? Ach, Verena. In der Militärakademie hatte ich einen Vorgesetzten, zu dem ich großes Vertrauen hatte.
zu dem ich mich sehr hingezogen fühlte. Um Himmels Willen, du bist doch nicht etwa, du weißt schon. Ach, Blödsinn, doch nicht am Nächsten. Also, als ich von euch wegging, war ich zuerst voller Wut. Und dann lag ich in meinem kargen Zimmer in der Kaserne und litt an furchtbaren Depressionen. Diese Vorgesetzte setzte sich zu mir ans Bett. Also doch, Steig! Ich erzählte ihr meinen ganzen Kummer. Als ich fertig war, fragte er mich nach dem Namen meiner Mutter. Ich sagte Albertina von Hohenbach. Da wurde er bleich, Tränen standen in seinen Augen und er rannte aus meinem Zimmer. Das ist ja nicht so außerhalb. Da passiert jahrelang nichts, was man tut und jetzt ein Ereignis nach dem anderen. Unterbrich mich und lass den Gott in Ruhe. Kurz darauf kam er mit diesem alten Brief zurück. Den will ich euch jetzt lesen. Herbst 1896, also kurz nach meiner Geburt. Also, geliebter Winifred, deine erzwungene Heirat mit Amalia von Wieler zu Zielebach hat mir das Herz gebrochen. Ich durfte jedoch meinem Kummer nicht freien Lauf lassen, denn in mir wuchs ein kleines Wesen heran, das Geschenk unserer Liebe. In Kunibert, von Rosenau zu Landshut, habe ich einen guten Ehemann bekommen, den ich sehr liebe. Ich hatte aber nie den Mut, ihm mitzuteilen, dass das Kind in mir nicht dein leibliches ist, sondern von dir stammt. Jetzt ist dieser Junge, wir nennen ihn Marius, bereits 2 Monate alt und gedeiht vorzüglich. Ich möchte dir dies einfach mitteilen und so weiter, in liebevoller Erinnerung, deine Albertina. Dann bist du nicht mein leiblicher Sohn. Dann ist er nicht sein leiblicher Sohn. Er ist nicht sein leiblicher Sohn. Dann bist du nicht mein Halbbruder. Nein, ich bin nicht dein Bruder. Wir dürfen uns lieben. Wir dürfen uns lieben. Mama, prosit nur ja oder so. Ach, auch gut, dann seid ihr ja jetzt alle glücklich. Die Glücksrosen aus dem Glücksmann. Lasst uns zum Pfeiferclub Tee gehen. Auch du, Rosmarie. Ich werde gleich servieren. Ach, nichts bist du. Du bist jetzt bald mein Ehegatte. Hab's? Ja, das bin ich. Und wie? Was wünschen die Herrschaften? Was ist so als Wache im Hause der von Rosenau zu Landshut dienen? Es wird eine große Familie sein, wenn mein Bruder, der Herr Graf mit seiner Frau und den beiden Kindern, wenn mein Neffe Marius mit seiner Frau und den kommenden Kindern, und ich hier zusammenleben werden. Aha, denkst du? Ich werde mein Amt weiterhin bekleiden. Ich bin nicht geeignet, nur als gealtener Ehegatte zu sein. Mein persönlicher Vater, ja. Das kann es sein. Und ich sehe, dass ich die Arbeit bekommen. Was wünschen die Herrschaften? Bereite den kleinen Salon den Feierklopfen zu. Mit Champagner, wir haben ja zu feiern. Wie Madame München. Ich helfe dir, Hans. Du und ich. Freut mich, Fräulein. Bitte. Wartet bitte aber noch einen Moment. Es gibt da noch was zu sagen. Bitte nicht. Schweig, Tochter. Oh je. Hat der Graf etwa noch mehr Kinder? Nein, nicht dieser Herr Graf, nicht mein Bruder, aber unser gemeinsamer Vater. Wie bitte? Scheinbar hast du das geerbt, lieber Bruder. Ich habe ein Versprechen geben müssen und es bis heute gehalten. Dass sich jetzt auf Lanzenthaus ändert, will ich nicht gerne schweigen. Rosa Marie ist unsere Halbschwester. Tochter unseres Vaters und der leider in jungen Jahren verstorbenen Köchin auf diesem Schloss. Darum nennt die sie Rosa Marie und nicht Kathi. Mhm. All die verwirrenden Rosennamen. Du, Elende, du! Aua! C'est la vie. Aber das ist doch...
da hält sie mich Jahrzehnte lang als Hausmädchen. Und dabei wäre ich die Prinzessin hier. Ist ihr auch egal. Die Schuhe könnt ihr euch auf jeden Fall ab sofort selber putzen. Und Hans, ich muss es mir nun doch noch überlegen, wegen einer Beziehung mit dir. Schließlich bin ich Prinzessin. Und du? Opfer. Sittlichkeit und Disziplin. Dafür werde ich ab sofort sorgen. Schließlich bin ich meinen blauen Blut etwas schuldig. Madame, zum 5-O'Clock-Team. Diesen Verfall muss ich mir nicht mehr länger ansehen. Ich schon. Wunderschön. Bist du wohl? Jammer, schade. Gut, es kommt gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Kommt alle auf die Bühne. Könntet ihr bitte etwas klatschen, dass die Spieler auf eine kleine Ahnung von einer Vorstellung bekommen? Applaus! Thank you.